Am 21. April 1989 erschien der Game Boy in Japan. Das ist inzwischen 35 Jahre her. Wahnsinn. Der Game Boy revolutionierte nicht nur die gesamte Spielebranche, er manifestierte sich in den Herzen einer ganzen Generation von jungen Videospielern zu einer festen Größe, die sich heute mit wolligen Gefühlen an das Handheld zurückerinnert und immer noch viele der Klassiker spielt. Und dann wäre da noch ich. Mit meinen 38 Jahren habe ich den Game Boy aktiv in meiner Jugend mitbekommen, bin aber persönlich nie großer Fan davon gewesen. Das änderte sich erst viele Jahre später. In diesem Video möchte ich daher nicht nur auf den Game Boy und seine Spiele zurückblicken, sondern euch auch meine Erinnerungen und Erfahrungen mit dem System erzählen. Das wird ein ganz persönliches Video mit vielen Einblicken in meine Kindheit und Jugend, sowie mein damaliges Spielverhalten und wie sich dieses über die Jahrzehnte verändert hat. Ich hoffe, euch gefällt dieser Ansatz. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser etwas anderen Retrospektive. Zwar kam der Game Boy im April des Jahres 89 in Japan auf den Markt, wir Europäer durften aber erst am 28. September 1990 in den Elektronikfachmarkt laufen und uns die tragbare Konsole für 169 D-Mark krallen. Naja, oder eher unsere Eltern. Wobei das auf mich nicht zutrifft. 1990 war ich 4 Jahre alt und wusste nicht einmal, was ein Game Boy, geschweige denn was Videospiele sind. Außerdem lebte ich zu dem Zeitpunkt noch in Kirgisistan und da war das Medium sowieso noch nicht ansatzweise im Mainstream angekommen. 1992 zogen wir nach Deutschland und ich kam mit dem Super Nintendo in Kontakt, als ich die Konsole bei meinem Cousin sah. Ein Jahr später bekam ich das SNES zu meinem 7. Geburtstag von meinen Eltern geschenkt. Heute erinnere ich mich nicht mehr, ob ich überhaupt darüber nachgedacht habe, mir stattdessen einen Game Boy oder vielleicht einen Mega Drive oder sowas zu wünschen. Aber da ich das Super Nintendo von meinem Cousin kannte und mich die Konsole sowas von geflasht hatte, kam für mich wahrscheinlich überhaupt nichts anderes mehr in Frage. 1993 war der Game Boy aber auch schon 4 Jahre alt und bereits ein absolutes Phänomen und das, obwohl die anfänglichen Kritiken eher negativ ausgefallen waren. Allen voran wurde die Technik bemängelt. Der Game Boy besaß nur 64 KB Speicher und wurde durch einen Sharp-Prozessor angetrieben, der gerade einmal eine Taktrate von 4,19 MHz aufwies. Dazu gab es ein kleines grünes Punktmatrix-Display mit 160x144 Pixeln, das nicht einmal eine Hintergrundbeleuchtung aufwies. So konnte der Game Boy nur 4 Grüntöne gleichzeitig darstellen und setzte gute Lichtverhältnisse voraus, um überhaupt etwas auf dem Display erkennen zu können. Zwar gab es einen Kontrastregler, aber der half auch nur bedingt weiter. Auf der Höhe der Zeit war das Gerät nicht, das zeigte auch die Konkurrenz aus dem Hause Atari und Sega. Sowohl der Atari Lynx als auch der Sega Game Gear, die nahezu gleichzeitig an den Start gegangen waren, wiesen mehr Hardware-Power und ein beleuchtetes Farbdisplay auf. Geholfen hat das aber im Endeffekt nichts. Der Game Boy wurde zum absoluten Renner und avancierte nur Wochen nach dem Launch zum Millionenseller. Sowohl der Lynx als auch der Game Gear mussten sich geschlagen geben. Das lag vor allem an zwei Faktoren. Der Game Boy wurde mit schwächerer Hardware entwickelt, um einen günstigeren Anschaffungspreis zu garantieren, sowie unter dem Aspekt der Langlebigkeit. Die 4 Doppel-A-Batterien, mit denen man das Gerät befeuerte, hielten bis zu 30 Stunden und mehr, was natürlich für junge Zocker und ihre Eltern durchaus ein Kaufargument darstellte. Der Sega Game Gear zum Beispiel musste mit 6 Doppel-A-Batterien gespeist werden, die jedoch nach gut 3 Stunden komplett leergesaugt waren und ausgetauscht werden mussten. Dazu kam ein unfassbarer First- sowie Third-Party-Support. Für den Game Boy erschienen über 1000 Spiele, viele davon wurden speziell für das System entwickelt, aber es gab auch haufenweise Ports von erfolgreichen NES- sowie SNES-Spielen. Mangelnder Third-Party-Support brach letztendlich dem Lynx und auch dem Sega Game Gear das Genick. Jedoch bekam ich davon in den 90ern überhaupt nichts mit. Niemand in meinem Freundeskreis besaß einen Sega Game Gear und von einem Atari Lynx hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts gehört. Da ich meine Nase in Club Nintendo Magazine steckte, wusste ich aber natürlich, was der Game Boy war und in meiner Klasse gab es auch einen Jungen, der so ein Teil besaß, inklusive Zubehör und eine Menge Spiele.
Jedoch wich meine Neugier recht schnell einer Art Enttäuschung, der schnell Gleichgültigkeit folgte. Ja, ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Als ich den Gameboy meines Klassenkameraden irgendwann 1994 rum zum ersten Mal in Händen hielt, konnte ich als Super Nintendo-Besitzer nicht anders, als über das Handheld zu schmunzeln. Ja, es war schon cool, Spiele auch unterwegs spielen zu können, aber das Display, boah. Das grüne, schmierige, kaum erkennbare Display war überhaupt nichts für mich. Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Klassenkamerad, Daniel war sein Name, einen Haufen Spiele besaß und ich Titel wie Batman, Mario Land oder Darkwing Duck zum ersten Mal bei ihm auf dem Gameboy spielen durfte. Aber ich war recht schnell gelangweilt. Ich weiß noch genau, wie ich mir dachte, warum soll ich sowas hier spielen, wenn ich das hier haben kann? Oder warum soll ich mir die Mühe geben, irgendwas bei diesem komischen Mario-Spiel zu erkennen, wenn ich doch Super Mario World zu Hause habe? Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ich war damals einfach zu verwöhnt von meinem SNES und der 16-Bit-Grafikpracht, sodass mich die 8-Bit-Gameboy-Spiele auf diesem unfassbar schmierigen Display einfach nicht abholten. Ich weiß noch, dass mir Daniel den Gameboy sogar mal für ein paar Tage geliehen hatte, ich dann aber lieber damit beschäftigt war, meine Zeit mit Super Nintendo und später Nintendo 64 Spielen zu verbringen. Aus mir wurde ein reiner Konsolengamer, übrigens bis heute, und der Gameboy war mir wirklich völlig egal. Trotzdem hatte ich aber meine Berührungspunkte mit dem Gerät. Der Vater meines damals besten Freundes hatte sich einen Gameboy angeschafft und spielte darauf Tetris. Und zwar nur Tetris. Jeden Tag. Immer wenn ich meinen Freund zu Hause besuchen kam, hörte ich die Tetris-Melodie aus der Küche oder dem Wohnzimmer der Wohnung ertönen. Das Puzzle-Spiel lag dem System damals bei und avancierte somit zum erfolgreichsten Gameboy-Spiel aller Zeiten mit sagenhaften 35 Millionen verkauften Einheiten. Wenn wir mal von den drei Pokémon-Editionen absehen, die bei den Verkaufszahlen sowieso immer zusammengenommen werden. Aber als ich das Spiel einmal ausprobieren durfte, hasste ich es. Ich hasste es. Einfach weil ich es damals nicht verstand und auf dem Display auch nicht sonderlich viel erkennen konnte. Über Daniel und ein paar andere Bekanntschaften kam ich in Berührung mit so Spielen wie Super Mario Land 2, Zelda Link's Awakening oder Mega Man. Selbst viel gespielt habe ich aber keins davon aus den bereits genannten Gründen. Ich hatte A Link to the Past und Mega Man X zu Hause, da konnten mir die Gameboy-Ableger wirklich gestohlen bleiben. Das änderte sich ein wenig, als ich meine Finger an den Super Gameboy bekam. Das müsste irgendwann 1995-96 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Wobei ich nicht mehr genau weiß, ob ich den Adapter selbst besessen oder ihn mir ausgeliehen hatte. Ich denke aber mal, dass ich ihn mir ausgeborgt hatte, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dafür Geld ausgegeben hätte. Auf dem Super Gameboy fand ich die Spiele zumindest deutlich besser als auf dem Gameboy. Ich konnte sie auf dem Fernseher spielen und hey, ich erkannte sogar, was ich da tat. Ich besorgte mir ein paar Spiele von Daniel, spielte Batman, Zelda und Donkey Kong Land. Die Grafik, die Spielgeschwindigkeit vieler Spiele und auch die damit verbundene Simplizität holten mich aber auch da nicht wirklich ab, zumindest nicht auf Dauer. Die Gründe dafür waren immer noch dieselben. Ein Beispiel. Ich war damals großer Power Rangers Fan und liebte den Kinofilm, wo sie gegen Ivan Ooze gekämpft hatten. Natürlich musste ich das Super Nintendo Spiel dazu haben und mit Daniel spielten wir Power Rangers The Movie wie die Bekloppten, jeden Tag nach der Schule im Koop. Als Daniel mir dann stolz erzählte, dass er von seinen Eltern das Spiel für den Gameboy bekommen hatte, musste ich es ausprobieren und war, ja, ihr könnt es euch schon denken, sehr enttäuscht. Ja, es war im Grunde dasselbe Spiel, aber boah, die Grafik, die Spielgeschwindigkeit, nee, das war definitiv nichts für mich. Und so kam es, dass ich mit einer gewissen Gleichgültigkeit zum Gameboy aufwuchs. Das System war mir in den 90ern egal, die Spiele waren mir auch egal. Und auch der Gameboy Pocket, der 96 bei uns erschien, war mir egal. Ja, er hatte ein besseres Display, aber die Spiele sahen in meinen Augen genauso mies aus, mit dem Unterschied, dass ich das Spielgeschehen nun ein wenig besser erkennen konnte. 1998 erregte der Release des Game Boy Color dann meine Aufmerksamkeit. Ein neuer Game Boy, der die Spiele in Farbe darstellen konnte. Und der auch noch einen besseren Prozessor hatte, ergo also eine bessere Grafik bot. Das musste ich mir ansehen. Als ich das Gerät dann in einem Kaufhaus an so einer Anspielstation probieren durfte, stellte sich ebenfalls schnell Ernüchterung ein. Klar, der Game Boy Color hatte ein Farbdisplay, aber wieder keine Hintergrundbeleuchtung.
Ohne die passenden Lichtverhältnisse konntest du das Spielen vergessen. Und die Grafik, ja, sie war zwar besser, aber da griff ich dann doch lieber zum Nintendo 64 Controller. Wie ihr merkt, war ich zur Gameboy-Ära überhaupt kein Freund von diesem Handheld. Rückwirkend betrachtet war das nicht unbedingt die beste Einstellung, schließlich habe ich einen Haufen geiler Spiele verpasst. Battletoads, Donkey Kong Land, Super Mario Land 1 und 2, Mystic Quest, Kirby's Dream Land oder die Turtles-Spiele fallen mir da direkt ein, die ich inzwischen alle nachgeholt habe und auch sehr mag. Aber es war einfach eine andere Zeit. Als Kind war ich damals eher mit Scheuklappen unterwegs und die Liebe zum Super Nintendo sowie dem N64 war damals einfach zu groß. Und das verfügbare Budget für neue Spiele wiederum zu klein, als dass ich mich mit dem Game Boy oder auch anderen Konsolen wie dem Mega Drive oder der PlayStation viel beschäftigen konnte oder auch wollte. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich den Game Boy vor dem Super Nintendo gesehen bzw. besessen hätte, aber so war das Gerät für mich komplett irrelevant. Die ganzen Spiele, die ihr hier seht, sowie der transparente Game Boy mit dem schicken beleuchteten Display hier und auch der Pocket sowie der Color gehören einem Freund von mir, der mir die Sachen für dieses Video netterweise ausgeliehen hat. Ich selbst besitze bis heute leider weder einen Ur-Game Boy noch einen Pocket. 2004 sammelte ich dann Erfahrungen mit dem Nachfolger des Game Boy. Damals kaufte ich mir auf einem Trödelmarkt einen Game Boy Advance mit Golden Sun 2, das weiß ich noch ganz genau. Der Nachfolger des Game Boys konnte mich zumindest so weit begeistern, dass ich ihn mir kaufen wollte und es dann letztendlich auch tat. So wirklich überspringen wollte der Funke aber auch wieder nicht, was vor allem an dem Display lag, das wieder keine Hintergrundbeleuchtung hatte. So verkaufte ich den GBA recht schnell wieder und besorgte mir für das Geld neue GameCube-Spiele. Als ich 2011 den YouTube-Kanal hier ins Leben rief, ja, so alt ist er schon, begann ich mich vermehrt auf Trödelmärkten herumzutreiben. Bis 2013 hatte ich eine regelrechte Sammlung an Handhelds zusammengesucht, darunter mehrere Gameboys, wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, das ich irgendwann 2013 auf Facebook geteilt habe. Wenig später habe ich bis auf den Nintendo 3DS, die PSP und die Vita alles verkauft. Und ja, ich könnte mich heute dafür ohrfeigen. Damals aber war das mir irgendwie noch immer egal. Eine emotionale Bindung zu den Gameboy-Geräten hatte ich nicht und die bescheidenen Displays hielten mich immer wieder davon ab, auf Dauer Spaß mit den Systemen zu haben. Nicht umsonst habe ich mir den 3DS, die PSP und die Vita behalten, eben weil sie deutlich bessere Displays boten. Aber viel genutzt habe ich die Handhelds auch irgendwie nicht. Ich war einfach zu großer Konsolenspieler. Das sollte sich erst 2017 ändern und ihr wisst sicherlich wieso. Nintendo veröffentlichte die Nintendo Switch und ich weiß noch, dass ich mir vor dem Release die Frage stellte, ob ich mir die Switch überhaupt kaufen sollte, da sie ja eigentlich ein Handheld und ich bekanntermaßen nie wirklich Fan dieser Systeme war. Die Neugier überwog aber, ich griff im März zur Switch und sie sollte zu einer meiner absoluten Lieblingskonsolen werden. Mit der Zeit wurde ich ein Fan davon, die Spiele portabel zu genießen und als ab 2019 die Flut an Retro-Handhelds kam und ich immer mehr von denen auf diesem Kanal hier vorstellte, fing ich an, mich mit den Spielen zu beschäftigen, die ich auf diesem BitBoy, dem N-Banic oder diesem Pawkiddy emulieren konnte. Auf diese Weise holte ich viele Klassiker nach, spielte zum Beispiel Adventure Island, Castlevania Legends oder Kirby's Dream Land 2. Und da die China-Handhelds auch anständige Displays hatten, machte es endlich auch deutlich mehr Spaß. Als ich mich dann mit dem Thema Modding beschäftigte und herausfand, dass man die alten Handhelds mit Display-Mods ausstatten konnte, war es endgültig um mich geschehen. Retro-Handhelds sind schön und gut, ersetzen aber meiner Meinung nach nicht das Spielgefühl auf echter Hardware. Auch so ein komischer Tick von mir, der bis heute anhält. Ich liebe Emulation, aber noch mehr liebe ich es, meine Retro-Games auf den Original-Konsolen zu spielen. Daher holte ich mir 2021 einen Game Boy Color und verpasste ihm einen IPS-Mod. Damit konnte ich die Spiele endlich so spielen, wie ich es mir anno 98, damals als das Ding original auf den Markt kam, gewünscht hatte. Ich begann, immer mehr Game Boy und Game Boy Color Spiele nachzuholen. So spielte ich Super Mario Land in der DX-Variante durch, verbrachte meine Zeit während der Weihnachtstage vor 2 Jahren mit Zelda Oracle of Ages und spielte immer wieder eine Runde Tetris, das Spiel, das ich damals hasste.
Und ich liebe es, wie die Spiele designt wurden. Damals belächelte ich die Machart, heute weiß ich es aber besser und finde, dass Entwickler von Gameboy-Spielen Meister ihres Fachs waren. Sie mussten ein Level an Kreativität hinlegen, das es ihnen erlaubte, die Hardware-Limitation des Systems zu umgehen. Und wenn ich mir Spiele wie Super Mario Land 2, Zelda Link's Awakening oder Donkey Kong Land 3 so anschaue, kann ich gar nicht anders, als über diese Meisterwerke zu staunen. Heute stehen Entwicklern alle Wege offen, grafisch imposante Spiele zu kreieren, die aber oftmals in spielerischer Qualität zu wünschen übrig lassen. Damals war das komplett anders. Man musste sich die Spielbarkeit als erstes auf die Fahne schreiben und das technische Gerüst drumherum bauen. Und heute, 35 Jahre später, weiß ich es endlich zu schätzen. Vor ein paar Jahren kaufte ich mir einen Game Boy Color im Aluminiumgehäuse mit IPS-Display und USB-C-Anschluss, richtig modern. Dazu besorgte ich mir einen Game Boy Everdrive und war wunschlos glücklich. Dabei muss es nicht der teure Mod sein, wenn man heute Spaß mit dem System haben möchte. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wer mag, kann auf Original-Hardware spielen, auch wenn ich das nach heutigen Standards noch anstrengender finde. Aber es gibt auch die besagten IPS-Mods, die jedoch recht kostspielig werden können. Alternativen stellen die FPGA-basierten Lösungen dar, wie der Analog Pocket, der jedoch ebenfalls sauteuer ist. Günstiger ist da der neue FPGA Game Boy Color von Funny Playing, den ich auf meinem Zweitkanal vorgestellt habe. Oder ihr emuliert die Spiele einfach. Möglichkeiten gibt es genug, entweder auf dem PC, auf dem Handy oder mit einem dieser zahlreichen Retro-Handhelds aus China. Uns sind wahrlich keine Grenzen gesetzt und was mich daran fasziniert ist, dass Gameboy-Spiele immer noch relevant sind und zahlreiche Gamer begeistern. Bei mir hat es nur ein paar Jährchen gedauert, bis diese Begeisterung zündete. Die Dinge, die ich in den 90ern belächelte, wie die Grafik oder die Simplizität der Spiele, zaubern mir heute ein Lächeln ins Gesicht. Ich liebe die Pixelgrafik, ich liebe die Chiptune-Musik, vieler Titel und das kurzweilige Spielprinzip von Tetris, Mickey Mouse oder Quirk sorgen dafür, dass ich abends immer wieder zum Game Boy Color greife und somit abschalten kann. Irgendwann besorge ich mir sicherlich auch einen Ur-Gameboy und einen Gameboy Pocket, dann aber mit einem IPS-Display-Mod. Und was die Spiele angeht, viele Gameboy-Titel sind heutzutage noch recht bezahlbar, viele andere jedoch sehr teuer, vor allem in gutem und komplettem Zustand. Da ich aber nahezu die gesamte Spielbibliothek seinerzeit verpasst habe, ist das Everdrive von Krix der perfekte Begleiter. So kann ich neue Gameboy-Spiele ausprobieren, Klassiker nachholen oder diverse Farbhacks oder Fanübersetzungen genießen. Und finde ich Must-Have-Spiele zu einem guten Preis, schlage ich natürlich zu, wie vor kurzem bei den Donkey Kong Land Spielen, die ich mir in die Sammlung besorgt habe. Die Switch, die Retro-Handhelds aus China und die Modding-Szene haben dazu beigetragen, dass meine Liebe zum Game Boy entfacht ist. Und eins steht fest, meine anfängliche Missgunst gegenüber dem Game Boy und seinen Spielen sorgt nun dafür, dass ich auch im Jahr 2024 genug Spiele vor mir habe, die ich alle noch entdecken möchte. In diesem Sinne möchte ich mein Video beenden und hoffe, dass ihr ein wenig Spaß beim Zuschauen hattet. Lasst die Tasten glühen und erzählt mir von euren Erfahrungen und Erinnerungen mit dem Gameboy. Welche Spiele sollte ich mir eurer Meinung nach unbedingt noch anschauen? Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über ein Like. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.